Alexander Gerst ist bei mir, den ich sehr herzlich begrüße. Schönen guten Morgen, muss man ja hier sagen. Ja, guten Morgen. Alexander, Sie haben diese Rakete im Hintergrund gesehen und ich glaube, für einen Astronauten ist das auch eine ganz besondere Situation. Ja, also in der Tat eine tolle Stimmung hier, eine tolle Situation, in der ich gerade gerne bin, weil das ist wirklich ein Beginn einer neuen Ära, was man hier hinter mir sieht. Wenn dieser Test gut läuft, das weiß man ja noch nicht, ist ja so die Natur eines Tests, dass das Resultat unbekannt ist, aber wenn das gut läuft, dann werden ab jetzt regelmäßig Flüge dieser Rakete stattfinden, unter anderem natürlich zum Gateway zum Mond und jedes Mal mit der Orion-Kapsel obendrauf, das Raumschiff, das zusammen in Kooperation zwischen USA und Europa gebaut wurde. Also das heißt, das Raumschiff, das auf dieser Rakete da drauf ist, das würde ohne europäische Technologien nicht fliegen und das ist toll, das ist wirklich ein gemeinsames Projekt und ja, eventuell werden ja auch europäische Astronautinnen oder Astronauten darauf mitfliegen. Wir haben ja eine ganze Reihe von Starts hier in Cape Canaveral erlebt mit dem Space Shuttle. Man kommt zur Rakete zurück. Warum eigentlich? Das Space Shuttle war speziell dafür gebaut, im niedrigen Erdorbit zu operieren. Das heißt, das hat die internationale Raumstation sehr erfolgreich mit aufgebaut, auch Satelliten ausgesetzt und wieder eingeholt. Das war dafür ideal. Es ist fliegend zurück zur Erde zurückgekehrt, war dafür konzipiert, dass es oft starten würde. Hat dann nicht so ganz so geklappt, wie es so ursprünglich mal gedacht war. Aber es war ein tolles Konzept. Aber es war niemals dafür gedacht, so weit rauszufliegen, wie wir jetzt wieder rausfliegen. Zum Mond oder dann auch weiter zum Mars. Dafür braucht man ein robusteres System, das auch höhere Geschwindigkeiten verträgt beim Wiedereintritt. Wenn man zum Mond fliegt, muss man quasi wirklich fast komplett aus dem Erdgravitationsfeld entfliehen. Also die Gravitation der Erde spürt man da zwar trotzdem noch, aber man muss viel mehr Energie einwenden, um da rauszukommen. Und dann auf dem Rückweg sammelt sich die Energie dann wieder auf. Also das heißt, das führt dazu, dass so eine Kapsel, wenn die vom Mond zurückkommt, sehr viel schneller ist. Also statt 8, dann vielleicht 11 Kilometer pro Sekunde oder mehr. Und das heißt, dass es sehr viel mehr Reibungswärme gibt. So ein Wiedereintritt ist sehr viel rauer und ja, so ein bisschen ja, gefährlicher dann auch. Und dafür braucht man eine stabile Kapsel. Und das ist einfach dann gegeben, wenn man sich so ein Raumschiff anschaut wie die Soyuz oder eben auch die SpaceX-Kapsel und jetzt dann auch das Orion-Raumschiff, das sind alles Kapseln und die kann man relativ leicht auf einer Rakete oben drauf montieren. Die brauchen dann keine Flügel, die öffnen ihren Fallschirm in einer bestimmten Höhe über dem Boden und landen dann relativ robust auf dem Wasser oder auf dem Land. Die Rakete ist ja beeindruckend. Ich habe eben gesagt, die ist größer als die Soyuz 5. Die hat einen unglaublichen Schub. Es gibt hier so Vergleiche, 8 Jumbo-Jets Schub hätte die. Man könnte 1,3 Millionen Kilometer Straßenbeleuchtung in der Elektrizität umsetzen. Das ist schon ein ganz, ganz großes Projekt. Warum hat man da in den letzten Jahren eigentlich immer nur auf die ISS geguckt? Wir haben die ISS verfolgt, all das, was da passiert ist. Aber dieses Projekt ist ja parallel gelaufen. Ja, selbstverständlich. Und das haben natürlich solche Projekte an sich, dass sie so ein bisschen ruhig im Hintergrund laufen und nicht unbedingt immer die öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Aber viele Ingenieurinnen und Ingenieure auch aus Europa haben genau an diesem Projekt gebaut. Sonst wäre das jetzt hier nicht, sonst wird das jetzt hier nicht auf der Startrampe stehen. Das geht sogar noch viel weiter zurück. Also der Vorläufer dieser Projekte, das sind eigentlich die wichtigen Projekte. Die haben uns so viel Technologien ermöglicht in Europa, die wir selbst entwickelt haben, Autonomie gezeigt haben, unseren internationalen Partnern gezeigt haben, dass wir das können. Zum Beispiel der Raumtransporter ATV, der zur ISS geflogen ist, den habe ich ja selbst in Empfang genommen, oben auf der ISS die Luke aufgemacht, in Europa gebaut. Dadurch, dass wir solche Produkte geliefert haben, haben wir bei unseren Partnern Vertrauen aufgebaut, gezeigt, dass wir aufgewachsen sind, erwachsen geworden sind als internationaler Partner der Weltraumfahrt. Und nur dadurch haben wir das Vertrauen bekommen der NASA, der USA jetzt, dass wir auf den kritischen Pfad gelassen wurden zu einem ihrer strategischen Missionsziele, nämlich den Mond. Und das ist ein riesiges Kompliment, das durch jahrzehntelange Kooperation aufgebaut wurde. Das heißt, das, was wir hier sehen heute, ist nur die Spitze des Eisbergs. Da ist ein riesiges Team von vielen, vielen Tausenden Menschen dahinter und das ja, ist schön, das jetzt hier auf der Startrampe stehen zu sehen. In den 60er Jahren bei den Apollo-Missionen waren das meistens Testpiloten, die geflogen haben, die Raketen. Jetzt sind wir aber
mit Wissenschaftlern und unter anderem ja Ihnen auch als Wissenschaftler immer wieder beschäftigt. Da gibt es eine andere Dimension. Da geht es nicht mehr um die politische Dimension, sondern um die wissenschaftliche Dimension. Sie selber sind ja auch besonders an Mond zum Beispiel interessiert. Ja, in der Tat. Der Grund, warum wir da rausfliegen, hat sich geändert zu den Apollo-Zeiten. Da war es noch eher der Grund, dass wir irgendwo eine Flagge in den Boden rammen wollten. Heute ist das nicht mehr so. Heute ist es wichtig, dass wir nachhaltig da rausfliegen, Wissenschaft betreiben, den Mond erkunden. Das ist ja unsere kosmische Umgebung, von der wir leider noch überhaupt nichts wissen. Wir wissen noch nicht mal, wie er entstanden ist. Der Mond kann uns sehr viel über uns selbst sagen, weil wahrscheinlich er tatsächlich aus der Erde raus entstanden ist. Und in jedem Fall ist es ein offenes Geschichtsbuch, wenn wir uns ihn ordentlich anschauen. Das gibt keine Atmosphäre auf dem Mond. Das heißt, alle Geologie der Vergangenheit ist noch offen da. Sie ist nicht zerstört worden durch die Atmosphäre wie hier auf der Erde. Und deswegen, wenn wir dahin fliegen, lernen wir sehr viel über uns selbst. Und ist natürlich auch wichtig für jede Spezies, dass sie ihre kosmische Umgebung erkennt, weil da von da draußen natürlich auch Gefahren drohen, Weltraumwetter, Strahlung, Sonnenstürme, Asteroiden, das haben die Dinosaurier bemerkt. Das ist natürlich was, was wir vermeiden wollen, und dafür brauchen wir den Mond. Und das sind viele Gründe, warum wir da hinfliegen. Für mich ist natürlich sehr interessant als Geophysiker, ich habe die Erde studiert, ich habe Vulkane studiert, und natürlich hat man dabei auch immer den Mond im Blick, und jetzt an der Mondforschung beteiligt sein zu können, das wäre natürlich eine tolle Sache für mich. Die werden irgendwann ausgesucht, nicht nur die amerikanischen, sondern auch die europäischen Astronauten. Kann man da ungefähr schon sagen, wer das sein könnte, der da als erster, im Zweifel auch Deutscher, auf dem Mond steht? Nein, noch nicht. Man muss ja erstmal die Sache eins nach dem anderen angehen. Erstmal haben wir diesen Test hier hinter uns. Man weiß noch nicht, wie das ausgeht. Das haben Tests so an sich. Wir haben überhaupt noch 4,5 Stunden bis zum Start, und dann geht der Flug erst los. Das heißt, wie das Programm weiterläuft, das hängt ganz massiv natürlich davon ab. Die Komponenten dieser Rakete, sie sind noch nie zusammen geflogen. Das Raumschiff ist noch nie mit diesem Servicemodul geflogen, das da drauf ist, das ja in Europa gebaut worden ist. Und jetzt schauen wir einfach erstmal an, wie das läuft. Aber letztendlich natürlich, wenn Sie die Frage stellen, welcher Astronaut würde da gerne fliegen, da würden natürlich alle meine Kolleginnen und Kollegen ja sagen aus dem Europäischen Astronautenkorps. Wir haben ja alle Erfahrungen jetzt gesammelt, auch auf der ISS. Das heißt, letztendlich würde keiner von uns da Nein sagen, da bin ich sicher.